Katharina kommt aus Deutschland. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und, wie man es im Russischen sagt, ein Reisefrosch. Obwohl Katharina keine russischen Wurzeln hat, entwickelte sie ein Interesse an Russland. Nachdem sie jahrelang Russisch gelernt und verschiedene Teile Russlands bereist hat, spricht sie fließend Russisch. Katharina hat etwas Einzigartiges gemacht, um Erinnerungen an ihre Zeit in Russland festzuhalten. Sie hat Audiokollagen mit unterschiedlichen Klängen aus ihren Russlandreisen erstellt. Ich freue mich darauf, mehr zum Thema von Katharina persönlich in dem heutigen Gespräch zu erfahren. Liebe Katharina, guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen und wir sprechen heute zu einem ganz spannenden Thema. Wie klingt Russland? Aber zuerst machen wir einen Schritt zurück. Sie sind Sprachwissenschaftlerin und haben jahrelang Russisch gelernt. Erst in der Schule und danach an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie waren auch mehrmals in Russland unterwegs als Austauschstudentin, als Touristin. Sie haben auch in Russland gearbeitet. Warum hat Russland und russische Kultur Sie so angezogen und was hat Sie angezogen? Das ist schwer zu sagen eigentlich. Also das hat alles angefangen eigentlich mit der russischen Sprache in der Schule. Wir hatten damals die Möglichkeit, uns zu entscheiden zwischen Französisch, Latein und Russisch und das war was Besonderes. Das gab es bei uns, also in der DDR war das ja ganz normal, dass man Russisch gelernt hat und dann gab es das eine ganze Weile nicht. Ich bin zwar im Osten groß geworden, aber natürlich eine ganze Weile nach der DDR. Und dann gab es die Möglichkeit wieder bei uns an der Schule und dann habe ich mich dafür irgendwie entschieden. Meine Mutter konnte das gar nicht verstehen, auch wenn sie Russischlehrerin selber war. Aber sie hat da in keinster Weise gedacht, dass das noch irgendwelche Relevanz für mich jetzt als Kind hätte. Und ja, hat sich dann sehr gewundert. Ich habe das einfach gewählt, weil es was Außergewöhnliches war und ich Interesse hatte an dieser Sprache und auch diese neue Schrift zu lernen. Und so hat es eigentlich alles angefangen. Da habe ich in der Schule Russisch gelernt und habe das in der Universität weiterverfolgt, weil ich dachte, okay, jetzt hast du schon so einen Status der Sprache und jetzt möchtest du es auch weitermachen. Und dann kam das Interesse, okay, jetzt kann ich die Sprache, jetzt möchte ich auch mal das Land besuchen. Also das kam eigentlich alles von der Sprache her. Und dann war ich zu einem Sprachkurs mal 4 Wochen in Russland und da hat es dann eigentlich angefangen, wo ich dann irgendwie mich da zu Hause gefühlt habe, wohlgefühlt habe in der Kultur, gleich auch nette, offene Leute kennengelernt habe und ja, das hat mich dann weiter an Russland gebunden und so bin ich dann zum Studium noch mal ein halbes Jahr hin und dann zur Arbeit auch noch mal für einen gewissen Zeitraum dort gewesen und ja, so ist meine Geschichte mit Russland begonnen, genau. Sie haben in Russland gearbeitet, was haben Sie da konkret gemacht? Ich habe in Kasan an der Universität gearbeitet als DAAD-Sprachassistentin. Ja, also das ist sowas, man unterrichtet quasi als Muttersprachlerin die Studenten und Studentinnen, die Deutsch lernen, genau. Also es war erst zuerst die Sprache, die Sie angezogen hat. Und wie klingt eigentlich Russisch für die Deutschen Ihrer Meinung nach? Ja, also das ist so Stereotyp. Die russische Sprache klingt für die Deutschen sehr hart. Was ich interessant finde, weil für die Russen ja die deutsche Sprache auch hart klingt. Also das ist so witzig. Alle sagen über den anderen, ach, ihr habt so eine brutale Sprache. Und genau, weil das ist genau, wie die Deutschen Russisch wahrnehmen. Wobei ich das mittlerweile völlig anders sehe. Ich finde, es ist eigentlich eine sehr melodische Sprache. Aber wahrscheinlich ändert sich das auch, wenn man die Sprache selber lernt. Es sind halt einfach so viele harte Laute wahrscheinlich drin, die Zischlaute und so, das macht es dann so. Und die ganzen Konsonanten, ja, also Russisch klingt für die Deutschen eher hart und aggressiv, bedrohlich. Ja, also das ist genau meine Beobachtung. Für die Russen klingt Deutsch genauso hart, weil da die Vokale sehr ausgeprägt sind, ja, also im Unterschied zu dem Russischen, ja, vielleicht deswegen. Und Russland insgesamt, wie klingt Russland für die Deutschen? Welche Stereotype gibt es da? Das fand ich auch ganz interessant, darüber nachzudenken. Also ich habe jetzt schon ein bisschen einen beeinflussten Blick auf Russland und ich habe deshalb mal Freunde und Bekannte gefragt, die noch nie in Russland waren. Und da kamen dann so Antworten, ja, eigentlich hätte man sich es auch denken können vielleicht. Also zum Beispiel, ja, Männerchöre, Soldatenchöre oder Don-Kosaken. Hey, 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 hey.
Volksmusik allgemein, Akkordeon. Was kam noch? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil das so waren echt interessante Antworten. Melancholische Musik, Molltöne, aber auch sowas wie Schritte im Schnee kam, was ich auch schön fand. Also dieses Klischee, dass es halt meistens kalt ist. Die Band Tattoo wurde genannt. Also das sind so Klänge, die meine Freunde und Bekannten mit Russland verbinden. Aber es kam zum Beispiel auch so ungewöhnliche Sachen wie von meinen Brüdern, die ja ein bisschen zur jüngeren Generation gehören, wie Hard Bass. Oder einer meiner Brüder hat zwei Metal-Lieder genannt, die er mit Russland verbindet. Also man sieht auch, dass sich das vielleicht auch ein bisschen ändert durch die Medien jetzt, dass man auch mehr Eindrücke kriegt abseits von den Stereotypen und dass sich das Bild auch da ein bisschen ja, vervielfältigt so oder ja, vielfältiger wird. Genau, das waren so die Eindrücke, die meine Freunde und Bekannten hatten. Interessant. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch auch diese Frage an meine Freundinnen und Freunde gestellt. Also die Umfrage war nicht so groß, also vielleicht ist es nicht so besonders repräsentativ, aber die Antworten waren folgende. Also die Hymne an erster Stelle, weiter die Geräusche fahrender Züge, das Rattern und Quietschen. Ist auch ganz typisch. Also ich habe mehrmals so eine Antwort bekommen. Glockenspiel in den orthodoxen Kirchen. Und das Schlagen der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja Tor. Sie haben auch für sich Erinnerungen besonderer Art an Ihre Reisen geschaffen. Das sind Audiokollagen mit unterschiedlichen Klängen aus Ihren Russlandreisen. Sie haben das Audiomaterial an den unterschiedlichsten Orten gesammelt. Das sind Auszüge aus den Gesprächen, Geräusche der Natur, Stadtlärm, Musik und Volkslieder, Kirchengesang, Geräusche der Züge und vieles mehr. Wie kam es, dass so eine Idee entstanden ist, dass Sie mit dem Zusammensetzen der Collagen angefangen haben? Ja, also das kam eigentlich, wo ich dieses halbe Jahr in Russland war, also dort studiert habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also mir ist es das aufgefallen, dass es in Russland Klänge gibt, die ich in Deutschland so noch nicht gehört habe. Also und ich wollte einfach abseits von den Bildern, die ich natürlich auch gemacht habe und Videos, wollte ich irgendwie auch was schaffen, was man sich einfach so anhören kann, wo man sich wieder in diese Zeit zurückversetzen kann, weil das für mich wirklich eine sehr schöne Zeit dort war. Und genau, und dann wollte ich halt einfach das, was so wirklich typisch ist für Russland, das, was ich dann nicht mehr hören kann, wenn ich in Deutschland bin, wollte ich für mich festhalten und habe das so aufgezeichnet. Um eine Vorstellung zu bekommen, hören wir einen Auszug aus einer Komposition. Die Collage heißt Januar 2017. Können Sie im Vorfeld sagen, was wir in dieser Collage hören werden und wo Sie das aufgenommen haben? Ja, also das ist quasi dann schon die zweite Collage, die ich aufgenommen habe in dem Jahr, wo ich, oder in dem halben Jahr, wo ich in Russland gearbeitet habe. Und zwar ja, kurz vor Ende eigentlich des halben Jahres. Das ist auch wieder eine Mischung aus Geräuschen, die ich ja, aus der Umgebung aufgenommen habe. Also das sind sowohl auch Schritte im Schnee dabei, als auch Geräusche vom Zug oder andere Dinge. Aber auch Lieder, die mich in der Zeit begleitet haben. Und man hört auch ja, Unterhaltungen, also Situationen aus der Universität zum Beispiel, wo Vorlesungen waren oder so, wo so einfach ja, klassische Situationen, die mein halbes Jahr da geprägt haben. Und natürlich auch der Rahmen des Ganzen ist eine Unterhaltung mit ja, einer Oma, bei der ich eine Woche lang wohnen durfte, wo ich ja, in Voronezh zu Besuch war bei Freunden, da durfte ich ja, bei ihnen da mit übernachten und habe da mit dieser Oma ein Gespräch geführt beim Frühstück einfach. Und das fand ich so schön, das war auch so alltäglich und das ist dann quasi so der Rahmen und ja, dieser Collage geworden. Уважаемые пассажиры, во избежание травм во время поездки держитесь за поручни в салоне. Хорватский пассажир лайн.
жерахатлену ұшырақларын болдырмас үшін харекет вақытында салондағы мақсус тұтқышыларға тұтынып барғыз. Потом буду. Угу. Пока тоже фигни. Ну ты их мыла, да? Угу, конечно, да. Und in welchen Situationen greifen Sie zu diesen Erinnerungen? Ja, also eigentlich immer dann, wenn ich Fernweh bekomme und mir wünsche, wieder nach Russland zu reisen. Also das war tatsächlich so, dass ich die letzten Jahre eigentlich jedes Jahr in Russland einmal war, weil das mir wirklich irgendwie immer noch interessant ist und ich natürlich immer noch ganz viel Neues erleben kann da in dem Land. Aber jetzt natürlich durch Corona und ja, ich habe auch ein Kind bekommen, ist es ein bisschen schwerer, nach Russland zu reisen. Deshalb bin ich jetzt schon seit 2 Jahren nicht in Russland gewesen. Und da ist das natürlich eine Situation, wo mir das sehr zugute kommt, dass ich diese Aufnahmen habe und dann immer mal in einer ruhigen Minute, also ich mache das jetzt nicht ständig, ne, aber immer mal wieder reinhören kann, wenn ich Lust habe, mich so ein bisschen in die Ferne zu träumen und mich zu erinnern an die Zeit, die ich dort verbracht habe. Und haben Ihre Freunde oder Ihren Mann diese Collagen auch sich angehört? Und wie ist Ihr Eindruck? Tatsächlich noch nicht. Wir wollten es mal rein. Wir haben das noch nicht gemacht, aber das wird jetzt ein guter Anlass sein, dass er sich das Video anschauen kann und die Collage hören kann. Aber wir waren ja selber, also wir waren ja zusammen in Russland, mein Mann und ich. Also er hat auch schon so einen Eindruck von den Klängen in Russland gewinnen können aus erster Hand. Und ja, der musste sich auf jeden Fall dann auch anhören. Eine Freundin hat die Collage schon gehört. Die fand die auch total interessant und sie war auch mit mir in Russland. Und ja, hat das auch als eine schöne Erinnerung an unsere Zeit in Russland wahrgenommen. Ja, also ich finde, ich habe schon mehrere Collagen von Ihnen gehört und ich finde, das ist was Einzigartiges. Und natürlich kann jeder solche Erinnerungen sich schaffen, aber trotzdem, man bekommt ein sehr individuelles Bild dadurch von Russland und ich finde das sehr, sehr schön. So, man hat eine Brücke, ja, zwischen zwei Kulturen. Dadurch glaube ich ganz gut. Und liebe Katharina, haben Sie vielleicht auch andere Tipps für Russland-Interessenten? Was sollen Sie sich in Russland unbedingt anhören? Was soll man sich in Russland anhören? Das fand ich ganz interessant. Ich habe mir über die Frage auch im Vorhinein ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir vier Dinge insgesamt aufgeschrieben. Und das erste ist tatsächlich auch ein orthodoxer Gottesdienst. Also das kam ja auch bei den Antworten Ihrer Bekannten und Verwandten, ja. Das finde ich auch was ganz Klassisches für Russland und was ganz Beeindruckendes auch immer wieder, weil das doch so anders ist als die Gottesdienste, die wir hier haben. Also einfach auch dieses Altslawische, was da noch gesprochen wird, gepflegt wird, ja. Also finde ich total spannend, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Russisch kann, ist es trotzdem mega interessant. Яко тихий Бог наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Dann habe ich mir aufgeschrieben, eine Maslenitza-Feier. Das sollte man sich unbedingt anhören. Das ist so, wo man halt so Volksgesänge hört. Also Maslenitza ist ein Fest vor der Fastenzeit, vor Ostern. Und da gibt es einfach, das verbinde ich ganz stark mit Volksliedern, mit russischen, mit Traditionen. Genau. Aber dann auch, was man sich gerne auch anhören sollte und wo man auch in vielen Orten in Russland die Gelegenheit dazu hat. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel Kasan, weil ich dort gearbeitet habe. Die Ansagen in Bussen und Metro in Kasan. Weil die sind nämlich nicht nur auf Russisch, sondern auch auf Tatarisch. Und das finde ich ganz spannend. Also mal in solche Gegenden sich auch zu begeben in Russland, wo man halt mehrere Amtssprachen hat, weil die gibt es und zwar nicht wenige in Russland. Und das finde ich auch ganz spannend, dieses multikulturelle Russland kennenzulernen. Genau, und dann noch mein liebstes Geräusch in Russland, das gleichmäßige Rattern des Zuges. Also wenn man im Nachtzug fährt und dann dieses das finde ich wunderbar. Also das fehlt mir sehr in Deutschland, weil wir haben keine Nachtzüge hier leider. Ja, also das kann man alles vor Ort machen in Russland, aber man kann vielleicht etwas schon im Vorfeld sich anhören, um sich auf die Reise vorzubereiten, sozusagen ein Vorgefühl der Reise zu bekommen. Was wäre das zum Beispiel? Ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, ein Vorgefühl zu bekommen. Also um Russland kennenzulernen aus der Ferne, ist es natürlich am besten, man schaut sich Dinge an, die original russisch sind. Also zum Beispiel aus dem Fernsehen oder Podcasts oder YouTube. Aber dazu braucht man natürlich eine gute Kenntnis der russischen Sprache. Und wenn die nicht vorhanden ist, was ja, denke ich mal, bei den meisten erstmal der Fall ist, die zum ersten Mal nach Russland fahren, dann kann man eigentlich nur bei Leuten informieren, die schon mal in Russland waren. Da gibt es ja auch bestimmt viel auf YouTube, was man sich anschauen kann, Reiseberichte von Leuten, die halt wirklich da in verschiedenen Orten waren und darüber berichten. Oder halt meine Collage. Ja, ein guter Tipp. Und wir werden jetzt gleich die ganze Collage uns anhören und die Zuschauer können sich schon ein Bild machen von Russland, wie sie für sie klingt. Vielen Dank, liebe Katharina, für das spannende Gespräch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ты тоже финики? Угу. Меня тоже Максим приучил. Не, на самом деле это же, да. Это и еда, и как вместо сахара. Это тоже, да.
Я их просто раньше вообще не ела, то есть я ну, как бы даже не знала. Да, да. Да. Ну, ну, вообще нормально. Вячеслава, если что-то из этих трех исключить, значит, то горения не будет. То есть мы в данном случае исключаем Вячеслава. Уже источник огня там есть, горит, значит, горит компьютер, органика, скажем так. Нам нужно исключить Вячеслава, мы его исключили, горение прекращается. А в данном случае, товарищи, с порошковыми я не буду вам показывать, поэтому не то, что там полный есть, потому что мы сейчас все покроемся видимым, так и сейчас внутри кислоты, видимым слоем порошка. Потом нас надо вывести на улицу, поработать с этим присосом. Во избежание этого я не буду вам показывать. Поверьте, на слово работает точно так же, но при этом выделяется видимое облако. Очень мелкого порошка. А функция та же, изолирует кислород просто. Вот. Значит, иногда спрашивают, я сразу опережаю ваш вопрос, а почему их разные выпускают? А тем более это дороже, два раза 7 литров. Ну, как вы знаете. Остановка Казанская ярмарка. Казан ярминкесе тухталыши. Казанская ярмарка. Стоп. Уважаемые пассажиры, во избежание травм во время поездки держитесь за поручни в салоне. Хөрмәтле пассажирлар, җәрәхәтләнү очракларын булдырмас өчен, хәрәкәт вакытында салондагы махсус тоткычларга тотынып барыгыз. Потом буду. Пока тоже приедете. Ну, конечно, да. Var Evropalılar ne yaşayan?
была анонсована форма наша, уже жерлерге әкірмен келе бастады. Һәм олар қырғи балықтар болған, күшті балықтар. Һәм олар Европа жерлерін босып қалғандар. Покушать, потому что поесть нормально. Потому что не знаешь, сколько ты будешь там парикмахерской. Это, конечно. Ну, хотя я думаю, что полчаса и все. Не больше, наверное. Максимум час. Так что... Выспушить волосы обязательно. Это да, конечно. То есть, да, можно сказать час, наверное. Если их высушить, сушить еще. Да. А время у тебя назначено, да? Ого. Максимум, 11. Да? Угу. Не, я, в общем, я сама ходила вчера. А, вот да. Как. Вот. Я думала, звоню. Единственное, я забыла сказать, что хочу у Вене, потому что он скажет, что именно Вене такой, как бы, хороший парикмахер. Но я забыла сказать, так что посмотрим, не знаю, пока. Там Вене был в отпуске, может, он еще в отпуске. А, тоже может быть. А там... О, это что такое? Косточки там есть, ты знаешь, да? Нет. Что-то не то? Да, там, ну, бывают просто такие вот, которые немножко старые такие. Там еще какая-то женщина стригла Максима. Последний раз, когда Веня в отпуске был. Но, да, он тоже сказал. Но так, как бы, ему больше всего понравился там Веня, как он это все делает. И он сказал, что тоже какой-то женские прически делают, да. Что меня происходит? Максим хотел отправить. Я говорю, у меня нет волос, чтобы идти к парикмахеру. Быстро копцами куда-то. Thank you.
фотографии есть, я тебе отправлю, как мы сидим там в Райлябе дома. Ага, вид вроде не проехал. Главное, знаешь, что, чтобы челку не делать. Угу. Знаешь, такое челка? Угу. Как в немецком вы так по-другому как-то называете? Да, но само понятие челка. Челка слышала, да? Да. Ой, я как не люблю челки. Ну, некоторым идет, но мне тоже нет. Потому что кудряшки там, ну, это как бы вообще не идет. Я тоже делаю себе челку. Все делают. Надо все открыто, чтобы было. Да. У кого какой тип лица? Ну да, у некоторых это идет, да, это возможно, но так. У некоторых просто потому что модно и делают. Может быть. Но мне кажется, сейчас уже не модно. Это было такое время. Было. Да. Ну вот. Thank you.
Буду, буду. Я просто не слишком быстрый. Я пока в финике, сейчас будет бутерброд, потом еще печенье. Так что нормально все. Чай там надо еще. Погода опять, это радует, я всегда говорю, в общем, мне лучше минус 15, и зато солнце, чем минус 5, и ветер, и, да, там и ветер, и облако, вьюга. Да, так что, так на самом деле очень хорошо.